Ja, meine Kreatur ist ausgeschlüpft. Ha. Ja, das ist meine Kreatur. So, jetzt gehe ich erstmal ran. Lassie, komm. Dum, 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 dum. Lassie, oh schön, folgt mir. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Lassie, komm schön mit mir. Ja, so ist brav. So. Und was haben wir denn da? Ein Brachiosaurus. Ona Felicado. Age 0. Ja, Ona kann ja neu sein. Wer soll hier noch mitspielen? Okay. Klasse Sache. Haha. Mein Geschöpf. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial, Mod-Tutorial von Felicado für Felicados World. Heute möchte ich euch mal einen Mod zeigen. Da geht es um Fossilien und Archäologie. Der Name des Mods heißt genau so: Fossil and Archäologie. Oh, ich kann das nicht aussprechen. Mach, also, auf jeden Fall geht es um Fossilien und Archäologie. Wie ihr hier seht, gibt es hier verschiedene Arten von Stein. Schon mal in diesem Gebiet. Das ist mein Archäologiezentrum. Hier finden Ausgrabungen statt und wie ihr seht, habe ich einige Steine schon gefunden. Und die kann man dann ausgraben. Wir nehmen uns mal eine Pickaxe. So, und graben jetzt mal ein bisschen rum. Wir brauchen nämlich ein paar Teile, um andere Teile herzustellen. Oh, was haben wir denn da Schönes? Ein Skelettkopf. Nice, nice. Was ist das denn? Ein Relikt. Relikt, okay. Ein Knochen. Naja, okay. Das ist jetzt nichts Besonderes vielleicht, aber vielleicht doch. So, oh, noch mehr. Und noch ein Knochen. Schön. So, das Ganze können wir jetzt noch ein bisschen beschleunigen. Okay, nehmen wir das. Und das. So. Das haben wir jetzt Schönes. Hier haben wir noch ein paar. Da tun wir das Ding ja hin. So, war falsche Stelle. Mann, hier. So, viel Spaß beim Explodieren. Gut, das war zu nah, aber jetzt haben wir schon zwei Fossilien gleichzeitig. Super. Und hier nochmal. Nee, da erwischt mich immer wieder. So, wo ist denn das? Da ist auch ein Lieber, so ein Knochen. Okay, haben wir noch welche? Ja, da oben. Die bauen wir jetzt nochmal in altertümlichen ab, damit wir auch sehen, was wir überhaupt da bekommen. So. Das ist auch nice. Ihr habt ja gesehen, ich habe hier abgebaut, plötzlich friert das andere Zeug ein. Okay, wenn ich das hier abbaue, wird es zu Stein. Seltsam. Okay. Oh, noch ein Knochen eingefroren. Okay. Ob das jetzt ein Fehler ist vom Mod, weiß ich nicht, aber das ist schon recht merkwürdig, was hier passiert mit den Steinen. Besonders bei diesen Eisdingern. Aber das stand auch in der Beschreibung drin, dass es das ein Effekt ist, dass das rundherum gefrieren lässt. Aber meistens in Erde sein muss mit den Steinen. So, was haben wir denn noch? Ah, hier haben wir schon weit alles abgebaut. Da drüben sind noch so komische Steine. Okay, das war jetzt nichts. Okay, es sind halt nur gefrorene Steine. Gut, ich glaube. Ne, der Sound. Die Musik. So, ich glaube, wir haben das meiste. Schauen wir mal. Okay, und jetzt bauen wir uns mal was Schönes. Wir brauchen erstmal ein. Hier. Crafting Table und ein Stück Papier. Oder Papier ist doch Map. Oh, ne, hier gibt's. Okay. Tun wir mal hier rein und das Papier oben drüber. Ah, ich brauche eine Crap.
Na gut, fangen wir erstmal mit den einfachen an. Dann brauche ich einfach eine Dodge und ein Skelettkopf. Und das stellen wir am besten hin. So, und jetzt nehmen wir einfach ein Skelettkopf. Eins, so. Oh, Mehl kann man draus machen, gut. Aber wenn ihr einen Torch drin habt, habt ihr eine Skull-Laterne. Also das ist so ähnlich wie diese Jack-O-Laterne. Das kann man jetzt irgendwo halt hinstellen zum Schmücken an Halloween oder so. Oh, sieht doch hübsch aus. Gibt es auch ein bisschen Licht. So, als nächstes bauen wir einen Analyser, der analysiert die Knochen, die man findet. So, wir brauchen erstmal so ein Teil. Ach, ich wollte ja. So, dazu brauchen wir diese Eisendinger. Wo finde ich die? Da ist es doch. So, davon brauchen wir 4 Stück. So. Okay, dann bauen wir jetzt ein Analyser. Dann tun wir hier 2 Stück hin. Und dann brauchen wir so ein Teil da oben und ein anderes Teil da unten. Und dann haben wir einen Analyzer und den tun wir jetzt mal hinstellen, schauen uns das Ganze an. So. Und der analysiert die Sachen, die ihr findet. Dazu tun wir einfach mal das hier rein. Und ihr seht, es läuft schon an, es geht schon los und versucht herauszufinden, was das ist. Und ihr seht, er hat jetzt Gravel gefunden, naja, und manchmal findet er auch was Wertvolles. Jetzt erstmal viel Gravel, ganz toll, sehr nett. Okay, machen wir mal weiter mit dem nächsten Teil. Da brauchen wir jetzt ein bisschen Glas, echtes Glas, ein Eimer Wasser und 3 Eisenbahnen. Und so Kaktusdinger. Guck mal, ob ich die jetzt so auf Anhieb finde. So. Okay. Und jetzt bauen wir einen Cultivator. Das ist einfach das Geilste. Bei dem Teil, bei mit dem Cultivator kultiviert ihr die Fundsachen. Und daraus werden dann irgendwelche Dinosaurier-Eier. Und die könnt ihr dann hinstellen und dann kommen da Dinosaurier raus. Klasse gemacht, muss ich echt sagen. Aber erstmal müssen wir das Ding erstellen. Das besteht aus Glas. Oben das Futter oder was es auch sein soll. Dann aus Wasser. Und unten halt das Metallgerüst. So. Damit haben wir einen Cultivator hergestellt. Den tun wir gleich daneben. So. Mal gucken, was er noch gefunden hat. Nichts als Gravel. Aufheben. So. Und der Cultivator ist ganz einfach. Ihr müsst hier. Mist, das hängt immer. Wir brauchen für den Cultivator hier einmal die DNA, die kommt dann hier rein, die findet man durch die Analyse. Und hier unten kommen dann diese Bio-Fossile rein und daraus wird dann ein Ei kultiviert. Was dabei rauskommt, weiß man nicht. So, als nächstes brauchen wir eine Werkbank. Da habe ich ja gesagt, ich brauche das Papier, da haben wir es auch schon, aber ich brauche jetzt wieder noch eine Werkbank. Können natürlich auch die Sachen fertig aus Too Many Items rausholen, aber das wäre dann nicht der Sinn der Sache. Deswegen will ich euch zeigen, wie man die ganzen Sachen überhaupt erstmal macht. So, dann nehmen wir die Werkbank und dann haben wir eine Archäologie-Werkbank. Die stellen wir jetzt mal hier hin. Und da tut ihr dann die Sachen, die überprüft werden müssen. Und dann brauchen wir noch das Werkzeug. Also nicht Werkzeug, sondern dieses Zeug, was ich jetzt schon verbraucht habe als Kieselerde. Na gut, dann wollen wir hier mal weiter analysieren. Wir haben hier noch ein paar Knochen, die analysiert werden können. Oder nicht? Okay, die Knochen nicht. Die Köpfe. Auch nicht. Was haben wir denn noch hier? Nehmen wir das mal. Fossilien, die können bestimmt analysiert werden, oder ja? So, mal bin ich mal gespannt. Vielleicht kriegen wir sogar eine DNA raus, die wir dann weiterverwenden können. Ja, eine DNA. Wie geil ist das denn? So, was gibt es denn noch Schönes?
Noch mehr Bone Mail, wie interessant. So. Okay. Wenn wir das gemacht haben, würde ich jetzt sagen, folgendes: Nehmen wir uns einfach davon 64 und davon 64 und statt die zu finden, ne? und Stone Tablet brauche ich nicht, aber DNA haben wir schon. Ja, das sind die Sachen, die man so findet, zum Beispiel das hier oder Samen. Okay, gut, dann gehen wir jetzt hier zur Analyse, tun mal ein bisschen was rein, mal gucken, was dabei. Nee, das nicht. Tun wir mal gucken, was dabei rauskommt. Oh, eine Stone-Tafel. Das nehmen wir mal raus. Jetzt will ich euch mal zeigen, wo ist die Stone-Tafel. Das ist so ähnlich wie ein Bild. Da können wir die anbringen. Und wie ihr seht, da sind so Sachen, Maya jetzt oder was es sein soll. Auch nicht schlecht und das kommt auch aus den Funden heraus. Ich weiß nicht, ich finde diese Sachen immer super geeignet für Let's Plays oder so. Deshalb wundert mich, dass das nie so genutzt wird. Also diese Mods, um ein interessanteres Let's Play zu machen als die Standard-Minecraft-Sachen. So, was haben wir denn noch? Ja, das andere kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich nichts gefunden habe. Aber nehmen wir mal das hier und gehen jetzt mal in den. Ja, nee, machen wir mal den Cultivator an, dann bauen wir so und das tun wir da drunter. Und der Cultivator arbeitet jetzt schon mal. Ach nee, nicht die DNA rein, bin ich blöd. Also das ist jetzt die Werkbank, bin ganz falsch. Cultivator ist ja hier vorne. So, da tun wir die DNA rein. Und tun auch die Knochen unten rein. So, jetzt arbeitet der. Wenn er fertig ist, gibt es wahrscheinlich ein Ei. Und jetzt gucken wir mal bei der Werkbank, wie weit der ist. Das dauert auch noch eine Weile. Also es ist sehr, sehr lange dauert das Ganze. In der Zwischenzeit kann man noch weiter Archäologie betreiben. Ich gucke inzwischen. Wir können noch andere Sachen herstellen. Das kommt alles noch einmal. So, bevor das jetzt stundenlang geht, zeige ich euch jetzt mal hier. Das ist auf der Seite versteckt unter New Recipes unter Spoiler. Hier sind die ganzen Sachen, die man craften kann. Das ist Es gibt Unmengen von Sachen, die man craften kann, die kann ich jetzt nicht alle zeigen. Interessant aber ist hier, wenn ihr einen Dinosaurier habt, braucht ihr auch irgendwann einen Feeder. Der Feeder ist dafür da, die Dinosaurier zu füttern. Und das Cyanobedia ist ein Buch, auch nicht schlecht. Und dann, wenn ihr einen Feeder habt, könnt ihr da oben auch nochmal gucken, hier im Forum. So, hier. Das wäre dann der Feeder. Und damit wären. Da gehen die Dinosaurier an und Dinosaurier dran und essen. Was auch interessant ist, ist diese Bestelltrommel. Ich glaube, damit ruft man alle Dinosaurier zusammen. Ja. Gut, kann ich jetzt nicht alles in Minecraft selber zeigen, aber wir gucken uns jetzt mal das erste Tier an, das wir jetzt rausgefunden, kultiviert haben. So, dauert nicht mehr lang, Leute. So, endlich geschafft. Das hat ziemlich, ziemlich lang gedauert. Also, ihr müsst einfach mal warten, bis das kommt. Sonst der echt Probleme. Also das erste Ei haben wir hier. So, und das können wir jetzt irgendwo an einer schönen Stelle hinsetzen. Die werden wir bestimmt abhauen. Einmal, was machen wir denn Schönes? Machen wir es hier hin. So. Jetzt müssen wir noch warten, bis es schlüpft. Dum-di-dum-di-dum. Eichen schlüpft. Soll ich mich noch draufsetzen oder so? Komm. Komm raus. Na gut, dann brauchen wir jetzt ein Buch, um zu gucken, wie weit es ist. Gucken wir uns einfach mal, statt das zu craften, holen wir uns das jetzt einfach mal raus. Da war es doch. Ja. So. Wir haben das Buch in der Hand, haben wir. Jetzt, wenn wir draufklicken, Egg of One. Hatching Progress, Status Warm. Hatching Progress 0%. Okay, das dauert jetzt auch eine Weile, bis das da rauskommt. Naja, was soll's. Jetzt holen wir unser blaues Ei auch nochmal hin. Ah, hey, ich wollte. Ach so, geht ja nicht. Wir sind ja nicht auf dem Server. Okay, so. Auf 2%. Das auf 3%. Okay, dann müssen wir jetzt warten, bis da Dinosaurier rauskommen.
Ja, das wollt ihr jetzt bestimmt nicht mehr sehen. Ihr habt ja da drüben schon gesehen, da sind welche ausgeschlüpft. Damit beende ich auch das Video jetzt. Zwischendrin schneide ich was raus, das werdet ihr nicht merken. Wollte ich schon beschreiben. Werdet ihr euch wundert, warum das so schnell geht. In Wirklichkeit dauert das alles viel länger und ich habe ein bisschen was rausgenommen, sonst würde das Video ewig lang dauern. So, ich hoffe, ihr habt gesehen, was man mit dem Mod alles machen kann. Es gibt noch mehr. Schaut euch auf der Seite einfach mal um. Vergesst nicht, eine Trommel zu machen und auch nicht ein Fieder, sonst verhungern euch die Dinosaurier. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und denkt an meine Worte. Macht ein Let's Play draus. Es lohnt sich, glaube ich. Bis jetzt habe ich noch kein Let's Play über diese mit den Plugins gesehen. Ich habe immer nur die normalen Welten gesehen. Tja, macht's mal. Okay, wir sehen uns dann. Achso, nee, als nächstes kommt jetzt die Installation. Wer jetzt schon genug hat, der kann jetzt weitermachen, weiterziehen auf YouTube. Dem wünsche ich viel Spaß. Der Rest bleibt noch da und schaut euch jetzt die Installation an. Macht's gut. Tschüss. So, dann kommen wir jetzt zur Installation des Plugins. Dafür brauchen wir einfach nur ein bisschen mal runter zu scrollen und hier auf Download zu klicken. Dann haben wir hier die Latest Version. Einfach mal draufklicken und dann ladet ihr die aktuelle Version runter. Dann gehen wir mal wieder hoch. Wir müssen jetzt noch einmal auf Installation klicken. Und zwar braucht ihr den Forge-Klienten, wenn ihr hier draufklickt. Dann kommt ihr auf eine Seite, die euch nicht weiterhilft, weil irgendwas da total schief ist. Deswegen geht da drauf, geht dann auf Minecraft Forge Forums und geht auf Releases. Geht dann hier drauf. Und die Dateien könnt ihr auf jeden Fall runterladen, direkt. Ah, den Klienten braucht ihr nur. Also direkt hier runterladen. So, dann haben wir das erledigt. Dann laden wir noch Audio Mod runter und den Mod Loader. Dann gehen wir hier drauf, einfach draufklicken. Dann kommt ihr in Rizukamis Mods und dann scrollt ihr einfach ein bisschen runter. Hier können wir den Mod Loader runterladen auf Download. Dann geht ihr noch ein bisschen weiter runter. Dann haben wir hier den Audio Mod. So. Wenn ihr das alles habt, braucht ihr nur noch die Resources. Die ladet ihr einfach hier auf hier klicken. Und dann habt ihr alles. Jetzt schauen wir mal, dass ich auch alles habe. 1, 2, 3, 4, da fehlt was. Audio Mod ist da, Microphone Mod Loader, das Programm selber ist nicht da. Das habe ich schon verschoben. Moment. Prozent. AppData Prozent. Muss ich gerade mal machen, weil meine erste Aufnahme ist gefailt. Und jetzt muss ich halt das alles nochmal rückgängig machen. So. Das schieben wir jetzt einfach rüber und das auch. Das will ich nämlich auch nochmal installieren. Okay. Gut, also, wenn ihr Too Many Items noch installieren wollt, habt ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dateien. Müsste eigentlich sein. Audio Mod, Mod Loader, Minecraft Forge, das sind die Hauptdateien, also die Hauptdateien. Dann der Mod selber, Mod Fossil und dann die Resources dazu. Okay, das stimmt. Gut, dann säubern wir natürlich alles und laden dann Original, das alles sichern für euch. Denkt dran, immer sichern, weil irgendwann klappt was nicht und dann muss man alles rückgängig machen. Gut, das Ganze wird jetzt gesichert. Und wir starten jetzt Minecraft neu. Was denn jetzt passiert? So, jetzt lädt er die Download Package runter. Inzwischen öffnen wir schon mal den Mod Loader. So, dann können wir das nämlich rüberschieben. Und vielleicht auch noch den Audio-Mod. Dauert noch ein bisschen. Gut, wenn es jetzt ausmachen kann, okay. So, damit haben wir jetzt eine saubere Minecraft-Jar. Die öffnen wir jetzt mit WinRAR und schieben den ganzen Schrott rein. Nee, ganzen Mod-Zeug rein. Jetzt Meta-Inf muss gelöscht werden. So. Okay. Gut, dann schieben wir erstmal den Audio-Mod rüber. Einfach Steuerung A und alles rüber. So. Dann, wo ist das andere? Das habe ich auch extra schon geöffnet. Da auch Steuerung A und rüber. Gut. Wenn wir das gemacht haben, starten wir erstmal Minecraft und hoffen, dass alles funktioniert. Gut, das hat schon mal funktioniert. Jetzt machen wir mal dicht. Und installieren jetzt noch den Rest. Wir brauchen jetzt noch den Minecraft Forge.
Das schieben wir jetzt auch alles noch mal rein. So. Gut, das machen wir jetzt auch dicht. Was wollt ihr noch? Mod Fossil schieben wir nicht da rein, aber wir brauchen noch Too Many Items. Wer kein Too Many Items haben will, der braucht das diesen Schritt jetzt nicht zu machen. Das mache ich nur, damit ich das besser zeigen kann alles. So. Gut, damit haben wir das, den ersten Schritt getan. Jetzt nehmen wir noch die Resources. Die öffnen wir und den Ordner Resources, der da drin ist, den schiebt ihr direkt in die hier rein, in die Minecraft, in den Minecraft-Ordner. Da gibt es schon eine Resources, die wird dann einfach überschrieben. Wo ist jetzt meine? So. Einfach so reinschieben. Einfach auf Ja klicken. So. Und dann hat uns der Entwickler mal leicht gemacht. Und wir brauchen nur den Mod in den Ordner Mods reinzutun, der durch die durch den Modloader entstanden ist. Einfach reinschieben. Wo ist es hier? So. Und damit haben wir eigentlich alles erledigt. Jetzt müssten wir eigentlich, wenn wir Minecraft starten, alles sehen. So, da bin ich mal gespannt. Okay, gestartet ist es schon. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt installieren, starten wir einfach eine neue Welt. Oh, das dauert wieder ewig. Okay, gut, da haben wir die neue Welt. Schauen wir uns doch mal einfach hier rein, ob da was Neues ist. Ja, die neuen Sachen sind da. Das Ganze schauen wir uns auch im Creative Mode an. Hier. So, hier ist alles schon schön drin. Wunderbar, also man kann schon jetzt damit anfangen zu arbeiten. Das hat wunderbar geklappt. Dann, ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch den Hinweis erlauben, dass wir als nächstes dann ein, dass ich als nächstes noch ein Plugin vorführen werde. Und nach dem Plugin kommt wieder eine neue Servervorstellung. Das wird eine interessante Servervorstellung. Schaut einfach mal rein. Und danach werde ich noch ein neues Spezialvideo rausbringen, wo ich euch sage, was wir Neues machen. Wir wollen nämlich ein Gewinnspiel heraus, einen Livestream machen mit einem Gewinnspiel auf einem Server. Und auf diesem Server gibt es ein paar kleine Minecraft-Spiele, die eins davon ist selbst erfunden. Ich verrate jetzt noch nicht, um wie es geht. Und der Gewinner, der aus diesem Spiel herauskommt im Livestream, der erhält dann auch ein Giveaway, einen Gewinn. Okay, dann macht's gut, bis dahin, tschüss, viel Spaß noch auf YouTube.